Dieses Video befasst sich mit der Textanalyse. Konkret, worum es sich dabei handelt und wie sie angefertigt wird. Zuerst kommen wir zu den beiden Lernzielen, die im Rahmen dieser Veranstaltung durch das Verfassen einer Textanalyse erreicht werden sollen. Die im Seminar vermittelten Analysekategorien sollen praktisch zur Analyse angewendet und zugleich soll das Ausformulieren einer konkreten Analyse geübt werden. Doch was ist eine wissenschaftliche Hausarbeit? Sie dient dazu, sich systematisch mit einer eigenständig erarbeiteten Fragestellung auseinanderzusetzen. In der neueren deutschen Literaturwissenschaft bedeutet dies meistens die Beschäftigung mit mindestens einem literarischen Werk unter Berücksichtigung des dazugehörigen Wissenschaftsdiskurses durch kritisch reflektierte Einbindung von Sekundärliteratur. Basierend auf Vorannahmen wird hierbei ein gewählter literarischer Text unter Anwendung literaturwissenschaftlicher Werkzeuge und Methoden untersucht. Dabei ist die Methode in Abhängigkeit der Fragestellung und des Untersuchungsgegenstandes zu wählen. Bei der Anfertigung der Textanalyse handelt es sich um wissenschaftliches Arbeiten. Daher werden im Folgenden die Kriterien der Wissenschaftlichkeit noch einmal erläutert. Erstens muss die Arbeit einen klar erkennbaren Gegenstand beinhalten. Das bedeutet, dass unter Anwendung einer klaren und objektiven wissenschaftlichen Sprache die Begriffe und der Arbeitsansatz klar definiert werden müssen. Außerdem müssen Behauptungen stets plausibel am Gegenstand begründet werden. Durch diese Exaktheit und Klarheit bezüglich des Gegenstandes und der Formulierungen ermöglicht man anderen, an die Ergebnisse anzuknüpfen, was im Verlauf des Studiums immer relevanter werden wird. Zweitens müssen die Arbeit und Methoden transparent sein. Das bedeutet, dass alle Arbeitsschritte klar dargelegt werden und Behauptungen stets am Text belegt werden müssen. In diesem Zusammenhang ist es außerdem unerlässlich, die Übernahme fremder Gedanken zu kennzeichnen. Das dritte Kriterium der Wissenschaftlichkeit betrifft die Falsifizierbarkeit der Ergebnisse. Hierbei geht es darum, dass die Ergebnisse der Überprüfung ausgesetzt werden, wodurch die Möglichkeit zur Widerlegung besteht. Dies ist jedoch nur möglich, wenn objektive Aussagen getroffen und subjektive Wahrnehmungen vermieden werden. Objektive Aussagen lassen sich widerlegen, wenn andere Methoden und Theoriemodelle bei der Überprüfung der Ergebnisse angewendet werden. Demzufolge bedeutet Widerlegen, eine plausible Argumentation durch eine andere abzulösen und dabei stets wissenschaftliche Kriterien zu erfüllen. Das vierte Kriterium der Wissenschaftlichkeit betrifft den Zitationsstil. Es muss stets klar erkennbar sein, ob eine Aussage die eigene Position oder fremdes Gedankengut enthält. Die direkte Wiedergabe fremder Gedanken erfolgt durch Zitate in Anführungszeichen. Reichen diese über drei Zeilen hinaus, werden sie im Blocksatz eingerückt und ein bis zwei Schriftgrößen kleiner wiedergegeben. Indirekte Wiedergaben sind im Konjunktiv oder mit Markierungen wie laut oder nach zu versehen. Die Zitation kann entweder in Fußnoten oder in Klammern im Fließtext in der sogenannten Harvard-Zitierweise erfolgen. Welcher Zitationsstil genutzt werden soll, muss mit den Dozierenden geklärt werden. Weitere ausführliche Angaben zur Erstellung von Hausarbeiten gibt es im vom Institut für Germanistik bereitgestellten Leitfaden zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten unter dem unten stehenden Link.
Für die Arbeit im Basismodul sollten allerdings die nun folgenden Angaben beachtet werden, da die Angaben für die Textanalyse des Basismoduls aufgrund des begrenzten Seitenumfangs von denen des Leitfadens abweichen können. Kommen wir nun zu den Vorgaben der Textanalyse im Basismodul als spezifische Form der Hausarbeit. Zuerst sollten die formalen Anforderungen an die Textanalyse betrachtet werden. Diese lauten wie folgt. Erstens sollte der Umfang ca. 5 Seiten betragen. Gezählt wird hierbei ab der Einleitung und ohne das Literaturverzeichnis. Das Format der Arbeit soll DIN A4 mit standardisiertem Seitenrand sein, das heißt oben links und rechts jeweils 2,5 cm und unten 2 cm. Die Arbeit soll im Blocksatz formatiert sein. Wird die Arbeit in einer Serifenschrift, wie zum Beispiel Times New Roman, verfasst, sollte die Schriftgröße 12 betragen. Bei serifenlosen Schrifttypen, wie zum Beispiel Arial, wird Größe 11 verwendet. Der Zeilenabstand sollte 1,5 betragen. Eine automatische Seitenzählung erfolgt ab der Einleitung. Weiterhin ist auf eine angemessene grafische Gestaltung zu achten. Das heißt, das Literaturverzeichnis erhält eine eigene Seite. Vor 9 Kapiteln steht eine Leerzeile und Kapitelüberschriften sind einfach zu markieren, und zwar fett gedruckt, aber nicht zusätzlich kursiv oder unterstrichen. Außerdem ist auf eine korrekte Rechtschreibung und Grammatik zu achten. Diese sind unerlässlich, da sie die Basis für eine klare Argumentation darstellen. Daher empfiehlt es sich, die Arbeit vor der Abgabe noch einmal Korrektur zu lesen. Zuletzt sollte außerdem die Abgabefrist beachtet werden und die Arbeit rechtzeitig in gedruckter und elektronischer Form als PDF bei Ihrem oder Ihrer Dozierenden eingereicht werden. Die Textanalyse setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen, die im Folgenden noch genauer erläutert werden: der Einleitung, dem Hauptteil, der sich je nach Thema und Vorgehensweise untergliedern lässt, dem Fazit, dem Literaturverzeichnis und der Eigenständigkeitserklärung. In der Einleitung sollen kurz das Thema der Arbeit, das heißt die Frage nach dem Was, und die Vorgehensweise, das heißt die Frage nach dem Wie, aufgegriffen werden. Im Hauptteil wird der gewählte Text unter einer konkreten Fragestellung analysiert, wobei sich theoretische mit praktischen Überlegungen verbinden. Es ist wichtig, dass bei der Textanalyse durchgängig ein roter Faden zu finden ist. Daher sollte es in der Arbeit eine klare Struktur mit einer angemessenen Untergliederung geben. Alles, was in irgendeiner Weise vom Thema wegführt, gehört nicht zur Arbeit. Dies betrifft zum Beispiel Inhaltsangaben und Biografien, es sei denn, diese sind für die Argumentation relevant. Im Fazit werden die Ergebnisse noch einmal zusammengefasst. In diesem Zusammenhang wird auch die Fragestellung der Arbeit noch einmal aufgegriffen. Außerdem ist ein kurzer Ausblick zu weiteren Forschungsmöglichkeiten denkbar. Wichtig ist, dass im Fazit keine neuen Analyseaspekte mehr genannt werden sollen. In das Literaturverzeichnis wird die gesamte in der Arbeit benutzte Literatur aufgenommen, das heißt untersuchte Primärtexte sowie direkt und indirekt referenzierte Sekundärliteratur. Zur besseren Orientierung sollte zwischen Primär- und Sekundärliteratur unterschieden
und jeweils alle Beiträge alphabetisch geordnet werden. Der letzte Bestandteil der Arbeit ist die Eigenständigkeitserklärung. Diese ist der einzige Textbaustein, der ohne Herkunftsmarkierung übernommen werden darf, da es sich um eine rechtskräftige Erklärung handelt. Fügen Sie Ihrer Arbeit daher den folgenden Text an. Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die allgemeinen Prinzipien wissenschaftlicher Arbeit und Veröffentlichungen, wie sie in den Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg festgelegt sind, befolgt habe. Zusätzlich muss diese Erklärung von Ihnen datiert und unterschrieben werden. Das war ein kurzer Einblick in die Textanalyse. Weitere Informationen können dem bereitgestellten Reader entnommen werden.